So, kommen wir mal direkt zu Punkt 3. Wie könnten Raids aussehen? Da können wir jetzt auch wieder sehr viel spekulieren. Also meiner Meinung nach, wir müssen, also wichtig ist der Punkt Größe. Wichtig ist der Punkt Größe, weil ich glaube nicht, dass New World ein Spiel ist, bei dem es Sinn machen würde, Raids zu haben mit mehr als maximal irgendwie so 8 bis 10 Personen. Wie seht ihr das? Weil, also da ist das Kampfsystem nicht für gemacht. So, du kannst, stellt euch mal das Melee-Camp vor, also die Nahkämpfer, um einen Raid-Boss bei einer Gruppe, die mehr als 8 oder 10 Leute hat. Das kannst du doch vergessen. Was sagst du zu der Zweihand-Axt? Finde, die ist im PvP zurzeit broken. Wir haben den Thema, wie sind die Waffen und Meta, haben wir noch. Ich finde die aber auch broken, um das schon mal vorwegzunehmen. Herr Richfield, vielen, vielen Dank, by the way, für 2 Monate Twitch Prime schon. Danke, danke, danke. Einen wundervollen würde ich dir. Höchstens 6, aber das wäre einer mehr als in der Gruppe. Maximal 10. 10-Mann-Raids waren in WoW auch immer die besten, ja. Also ich sehe schon, ne, ihr seid da bei mir. Ihr seid da bei mir. Mehr als 10 Leute macht keinen Sinn. Die Frage wäre auch, wie würden die Raids aussehen? Also, ich persönlich bin der Meinung, ich würde bei New Worlds gerne sehen, dass du Raids hast, die aus natürlich aus Bossfights bestehen, die hart sind. Keine Trash-Mobs, keine Trash-Mob-Gruppen. Also die würde ich komplett rauslassen tatsächlich. Ich würde nur Boss-Monster haben und Rätsel. Und zwar bessere, als das jetzt zum Beispiel bei Amrine der Fall ist oder auch bei anderen Dungeons, sondern richtig knackige Rätsel. Wo Leute zusammenspielen müssen, das fände ich sehr, sehr cool. Oder so besondere Mechaniken wie, keine Ahnung, das so Schachspielen oder sowas, ne? Wie man es, was man sich aus WoW kennt oder andere Dinge, die da denkbar sind. Und dann halt schöne Bossfights. Ich finde, so ein Raid-Aufbau wie jetzt Castle Nafria in WoW, wo du sehr viele Trash-Mob-Gruppen zwischen den einzelnen Bossen hast, fände ich ehrlich gesagt gar nicht sinnvoll für New World. Ich würde da wirklich so eine Art Rätsel- und harte Bossfight-Mixtur draus machen. Aber es ist natürlich hart so, weil das Kampfsystem halt nicht vergleichbar ist. Also für Raids, wie könnten die aussehen? Ich würde mal sagen, das wäre so die beste Version, die mir einfallen würde. Wie seht ihr das? Bei Rätsel wird es aber nach dem ersten Mal lösen öde, stimmt. Du müsstest irgendwie auch so eine Art Randomizer bei den Rätseln haben vielleicht, ja. Die dürfen natürlich nicht statisch sein, das stimmt schon. Die müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, dass sie jedes Mal so ein bisschen anders sind. Ich würde mir Raids wie den ersten Raid von Blade & Soul wünschen, der war mega gut, weiß ich gerade leider gar nicht. Aber wir gucken uns, am Freitag gucken wir uns Blade & Soul an, nach dem Unreal Engine 4 Update. It's Vanix, schön, dass du dabei bist, moin. Genauso wie Jobba Fett, einen wundervollen. Rätsel sind cool, müssen aber gut in einem Fight eingebaut sein, sonst machen die Wiederholungen wenig Spaß. Ja, absolut richtig, ja. Genau so ist es. Eine Arena als Raid. Rätsel bin ich gar kein Freund von. Eine unterirdische goldene Stadt in Richtung Azteken. Ja. Das wäre ein schönes Setting für ein Raid. Das sagt jetzt nichts darüber, was man da machen muss, aber es wäre zumindest ein sehr schönes Setting, ja. NPC-Wellen? Na, weiß ich nicht. NPC-Wellen hast du schon bei Invasions. Irgendwie, keine Ahnung. Oder bei Breaches. Finde ehrlich gesagt nicht, dass du das noch im Raid brauchst. Ja, New World wird auf jeden Fall am 28., also mit 99%iger Wahrscheinlichkeit am 28. rauskommen. Sie haben es ja gestern nochmal bestätigt. Je nachdem, was für ein Dungeon hat, kann man auch die Spielerzahl erhöhen. Kommt die Größe des Bosses an, ja, true. Aber ich glaube trotzdem, mehr als 10 ist schwierig für New World. Starzone Dungeon ist ja schon super gemacht, ja. Glaubst du, der Release bleibt? Ja. Flystar, vielen, vielen Dank, by the way, für das gegiftete Abonnement. Danke, danke, danke. Knackige Bosse, Rätselmechaniken während der Bossfights, ja. Und nicht in allen, aber in manchen, wo es passt. Auch hier und da mal ein paar Trash-Mobs. Ja, also wie gesagt, Trash-Mobs müsste ich gar nicht haben, aber ich finde auch die Idee, dass irgendwie, ne, dass man das so ein bisschen wie bei Guild Wars 2, die Fraktale in Guild Wars 2, die sind so aufgebaut, dass du bei fast jedem Boss immer in irgendeiner Form von Rätselmechanik hast. Plattformen, Schalter, was weiß ich, irgendwelche Tools, die du benutzen musst, irgendwelche besonderen Waffen oder Ventile, die geöffnet werden muss oder was weiß ich was. So irgendwelche Raumrätsel. Da sind eigentlich fast immer so die Fights mit spezifischen Rätseln versehen. Das wird zwar auch irgendwann statisch, aber wenn die so knackig sind, ne, dass du eben eine ganze Weile dafür brauchst, das sollte ja beim Raid der Fall sein, dann wäre das ja okay. Ne, dann hängst du an so einem Raid halt mal ein paar Wochen, bis du den geklärt hast. Von daher, das glaube ich, würde passen, ehrlich gesagt. Servus Enburg und Chat VK Germanos, ein wundervoller auch dir. Aztekenwelt würde sehr gut zu New World passen. Ja, ich glaube auch, das könnte noch eine Erweiterung werden, Azteken. Auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Raids à la Destiny wäre nice. Ja, stimmt. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Bisschen wie die Raids von Destiny, genau. Hab's in DC gepostet. Vor 10 Minuten gab's eine. Oh, warte mal, da muss ich mal eben kurz gucken. Da muss ich mal eben kurz gucken, Leute. So. Also. Wo haben wir hier eine Bestätigung?
das Ding. Ist der eine bei oder was? Weil hier steht ja erstmal nur get an inside look at bla bla bla. Okay. Okay, also ich glaube euch das mal, wenn ihr das schreibt. Aber ich hab's da sowieso keinen Zweifel mehr dran gehabt, ne? Also sonst hättest du dieses Datum nicht so offensiv kommuniziert. Woher nimmst du deine ganze Energie? Ich darf mein Geld mit Videospielen verdienen, das ist ganz geil. Was mit Bossen mit randomized Fähigkeiten? Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch vorstellbar, definitiv. Der Azoth-Stab könnte dafür als sehr gutes Werkzeug dienen, ja, absolut richtig. Finde die Story sehr flach vom Spiel, wenn ich Solo-Aufgaben mache. Ja, wobei ich finde ehrlich gesagt, die Nebenquests sind ganz geil gemacht. Also die, ne, wo du einen NPC hast, der dir wirklich eine Aufgabe gibt. Natürlich sind die Quests an sich, also sowas wie die Townboard-Sachen oder auch hier die Fraktionsquests und so, die sind natürlich, ne, sehr, sehr repetitiv und einfallslos, aber auch da werden wir später noch drüber reden. Weißt du schon, auf welchem Server du spielen bist? Nee, wir haben noch leider noch keine Serverliste, aber auch das Thema Server kommt gleich noch dran. Wie läuft eigentlich der Gildeninvite ab? Auch dazu sagen wir noch was. Also, ne, wie gesagt, Raids, sie sind mal, glaube ich, alle einer Meinung, könnten kommen. Aber, ja, müsste man überlegen, dass man eine Gruppe hat von maximal 10 Leuten vielleicht und müsste überlegen, wie genau gestaltet man diese Fights cool. Rätsel wären eine Möglichkeit, Randomized Fähigkeiten wären eine Möglichkeit. Ist alles denkbar.